Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Burnout Paradise, Folge 49. Ist das diese letzte Folge? Wir werden es herausfinden. Kein Mensch auf dieser Welt weiß es. Nur wir werden es erfahren. In diesem Fall. Höchstwahrscheinlich. Ich war hier rum. Ich bin ja nicht dumm. Ich nehme jetzt ein Rennen, das ich ja nicht kenne, und dann fahren wir unser vermutlichen ja. Denn der nächste Teil von Burnout auf dem Mars. Vielleicht muss man sagen, ein Mars. Das bleibt wieder unbenannt. Das ganze Programm. Und dann macht man sich auch mal einen Mogelplan. Da ist noch drin, das ist unser letztes Rennen für immer. Und wach. Wir können auch eine andere Version mal einschalten. Ich weiß nicht, ob ich das vermutlich ist. Ich darf es einfach nicht. Baseball Battle ist das, oder? Race southeast to the Wildcats ja. Baseball Stadium. Letzte Rennen ist Baseball Battle. Baby. Goodbye. Das war's. Da ist noch Konzentration. Die richtige Auswahl nehmen. Mann, das ist doch wieder mal reine Scheiße. Da stand da recht ab, wie hab ich gemacht. Willkommen im Paradies. License upgrade. Congratulations! You earned your burnout driver's license and won a new car. But the ride isn't over yet. Complete all events in Paradise City to earn the Burnout Elite driver's license. Darf ich schon fertig? Bitte, bitte! Nach 49, nach Blood, Sweat and Tears, am 3. Februar 2017, ist alles vorbei. Ah! And you can believe that. Ja, bitte, ne? Ja, wir haben am Anfang gesagt, noch ein Rennen, ne? Und das wird unser letztes Rennen sein, das wird schon unser letztes Rennen, ne? Hab schon mal alles rausgeholt, aufgeholt, bom, bom, bom. Und das erste Mal in diesem Rennen die richtige Auswahl geholt. Ne? Sonst habe ich immer falsch gemacht und bin ich immer ohne die Brücke gefahren. Und jetzt habe ich das First Time richtige Auswahl genommen. Und vielleicht sollte man jetzt sein. Ich habe gesagt, wir haben Ihnen, hier, Ihnen, euch, you are gefallen. Man weiß nicht, ne? Man weiß nicht. Das weiß der Chris Hege schon mitgemacht. Ein ganz berühmter
Audiovisionär, der Vielgeschaffene. Der Paul dippt den auf, ja. Oder der Johnny Ray oder so. Und wenn du eine Drangheimlose disqualifiziert, passiert das. Der Mike Percy auch, der ach, ganz grüner Mann ist. Chris Sweetman, ne? Der ist too sweet. Ist der Mann, ne? Ja, ja. Und hier, okay, Testing, ne? Okay, ne? Okay, 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 ne? Ja, ja. Alan Wilson, ja, ja. Alexander Abbott, gefuckt. Ne? Und so weiter. Das ganze Programm. Jetzt sind wir ja fertig. Und Corporation Keep Lane und so weiter. Celebrate upgrading your license with a new car. The Carson GT Concept has been delivered to your junkyard. Elite, ja, aber Elite brauchen wir ja nicht, weil Elite wäre, wenn wir alle Rennen, die wir noch offen haben, noch fertig machen würden. Und das machen wir, müssen wir ja nicht machen. Klasse A reicht ja, Elite brauchen wir ja nicht. Also finde ich jetzt. Und deswegen war es das für dieses Let's Play. Elite machen wir nicht. Wie gesagt, es werden dann noch die restlichen Rennen, die 117 Rennen, Markman, Stuntman und Road Rages. Weil wenn nach Klasse A vorbei war, da ja die Credits kommen. Ja, danach als die Credits kommen, will ich es nur mitmachen, aber so nicht. Weil so ist es ja eine freiwillige Sache. Ich wollte es jetzt eigentlich nur so schaffen und ich bis Klasse A schaffen. Alles wollte ich jetzt nicht machen. So, das habe ich jetzt das mal gesagt. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, zum Beispiel Rayman Origins oder eine Sekunde. Oder Killer Instinct oder World of Van Helsing. Und Sleeping Dogs geht auch noch ein paar Tage lang. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Bis dann!